Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga-Saison 2020-2021. Am heutigen Freitag, dem 7. August, wurde der neue Spielplan für die neue Saison vorgestellt um 12 Uhr und ihr seht es am 18. oder 19. am 18. um 20.30 Uhr los geht's. Erster Spieltag Fußball-Bundesliga-Saison 2020 los geht's. Los geht's mit den Tipps. FC Bayern München gegen FC Schalke 04. Das gewinnen die Münchner mit 3:1. Dann morgen um 15:30 Borussia Dortmund gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Dann VfL Wolfsburg gegen Bayern 04 Leverkusen 2:2. SV Werder Bremen gegen Hertha BSC Berlin auch 2:2 unentschieden. Dann 1. FC Köln gegen TSG 1899 Hoffenheim 3:3 unentschieden, wohlgemerkt. Dann Eintracht Frankfurt verliert zu Hause gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 1:2. VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Das gewinnen die Aufsteiger Stuttgart mit 3:1. FC Union Berlin gewinnt auch 3:1 gegen FC Augsburg und RB Leipzig verliert knapp mit 2:3 gegen FSV Mainz 05. So, das waren die Tipps vom ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Saison 2020-2021. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Ciao.